Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende. Wir sind nämlich jetzt in Ukaiso angekommen. Im großen Ukaiso. Im Augenblick der großen Promenade. Und ja, jetzt müssen wir Eotas finden. Ich nehme mal an, das hier dürfte das Rad sein, so wie es aussieht. Hoffen wir mal. Aber erstmal müssen wir den Sturm ausschalten, um dorthin zu kommen. Ja, in diesem Sturm hinabzusteigen wäre Selbstmord. Solange dieser unerbitterliche Sturm tobt. Das heißt, es geht nur vorwärts. Ein wütender Sturm verdeckt den Blick auf die Stadt, die sich unter dir ausbreitet. Aber du erkennst gerade so die Umrisse von Türmen in der Ferne, die sich aus den überfluteten Ruinen erheben. Geister wie der Zern an deiner Seele mit einem heftigen... mit einer heftigen Beharrlichkeit wie strenge Hände, die an deinem Mantel ziehen. Du erinnerst dich an das letzte Mal, als du einem Bierwack begegnet bist. Es kommt dir vor, als sei es Ewigkeit der, ja, der Geisterwind. Ein Sturm, der nur in der Wildnis von ihr Glanfahrt auftritt. Wer innerhalb des Sturms gefangen ist, dem wird die Seele aus dem Leib gerissen. Ja, außer uns. Wir haben zwei überlebt. Nämlich den, ja, eigentlich waren beide von Taos Männern. Taos und seinen Männern provoziert worden. Jo, also, dich an deine Gefährten wenden. Also, da sind wir nun. Du wirfst einen Blick auf deine Gefährten, die dich den ganzen Weg hierher treu begleitet haben. Sie haben alles riskiert für die bevorstehende Konfrontation. Wie fühlst du dich gerade in der angesichts der Situation, in der wir uns befinden? Eders Blick wandert zwischen den schimmernden Turmbögen und halb eingestutzten Turmspitzen umher. Sein Mund steht vor Erstaunen offen. Gilded Vale got its name from the way the wheat fields used to look in the sun. This place really is gilded. Das Goldtal hat seinen Namen ja bloß von den Weizenfeldern, die in der Sonne golden geglitzert haben. Aber dieser Ort ist wirklich und wahrhaftig vergoldet. Might as well be a different world. Es könnte ebenso gut eine andere Welt sein. Nun vermisst du das einfache Leben? Hier ist es viel schöner als in Sonne im Schatten. Das war einmal auf gewisse Weise, bevor es endete. Fragen wir ihn, ob er das einfache Leben vermisst. Well, hard to miss, but you can barely remember. All I know is, my life took a turn when this world came stomping into mine. Man kann wohl kaum etwas vermissen, das man an das man sich fast nicht erinnern kann. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Leben sich gewendet hat, als die Welt darin eingebrochen ist. These great people got a funny way of passing on. They disappear from the world, but leave their problems behind for the rest of us to deal with. Diese großartigen Leute haben wirklich eine merkwürdige Art, das Zeitliche zu segnen. Sie verschwinden aus der Welt, aber ihre Probleme lassen sie zurück und wir anderen müssen dann damit fertig werden. Wenigstens Eotas scheint sich darum zu bemühen, das zu korrigieren. Ihre Probleme sind Probleme vom Bestandenen. Beide Zivilisationen waren sich darüber einig, dass etwas getan werden musste, so verschieden sie auch waren. Und deswegen sind wir hier. Wir werden uns dem stellen, was auch immer geschieht. Wir werden den Leuten helfen, es zu überstehen. Nehmen wir mal die zwei. And now here we are. With Aethys trying to undo the whole thing. Und jetzt stehen wir hier und Eotas versucht, das ganze Ding zunichte zu machen. God of Redemption, trying to redeem the gods. Der Staub, der Gott der Rettung, der versucht, das Ansehen der Götter zu retten. Er schüttelt den Kopf. What a mess. Was für ein Schlamassel. Ja, mit einem Seufzen blickt Eder in die Ferne zu Eotas. Du wirkst nachdenklich, Alof. Alof blickt auf die uralte, ausgedehnte Stadt hinab. 5 years ago, you controlled the destiny of thousands of souls in Sun and Shadow.
Vor 5 Jahren hattest du in Sonne im Schatten das Schicksal von Tausenden von Seelen in der Hand. Er hält inne und betrachtet die Aussicht. Aber die Wahl, die du heute triffst, wird über das Schicksal von allen Lebewesen auf Eora entscheiden. Er wendet sich dir zu. In seinen Augen steht Neugier, aber du entdeckst auch noch etwas anderes darin. Mitleid. Ich weiß und ich bin bereit. Ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Ich trage der Welt gegenüber die Pflicht, das Richtige zu tun, und ich werde die beste Entscheidung treffen, die mir möglich ist. Wofür auch immer ich mich entscheide, die Welt wird nicht nur von meiner Wahl, sondern ebenso auch von unzähligen Faktoren geformt, über die ich keinerlei Kontrolle habe. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Nehmen wir die 4. I suppose that's true. And I suppose it can be comforting to remember that. Ich vermute, dass es wahr, und ich vermute, es kann ein Trost sein, sich das vor Augen zu führen. I know you'll choose wisely. And no matter what happens, it's been an honor journeying with you. Again. Ich weiß, du wirst eine weise Wahl treffen, und was auch immer geschieht, es war eine Ehre, mit dir zu reisen. Ein weiteres Mal. Er legt die Hände auf die Schultern und begegnet deinem Blick mit einem liebevollen Lächeln. Da dreht er sich um und betrachtet die große Stadt, die vor euch liegt. Bedrückt dich irgendwas, Xoti? Ziehen wir das jetzt durch, oder was? Xoti leckt über ihre rauen Lippen, ihr dunkler Blick wird schmaler, als sie ihn über die Ruinen der uralten Stadt schweifen lässt. Sie hebt ihre Laterne hoch in die Luft, wodurch die kantige, diese kantige Schatten auf ihr Gesicht wirft. We've made it this far, yet we're still alive. Might as well square off with my god before our luck runs dry. Wir sind so weit gekommen und immer noch am Leben. Könnte die Schaden sich mit meinem Gott gutzustellen, bevor uns das Glück ausgeht? Seraphim für leidenschaftlich, Alof für stolz. War die Suche nach deinem Gott das wert? Was auch immer mit Eotas passiert, du stehst hinter mir, richtig? Mit Glück hast du das nichts zu tun. Er hat das nichts zu tun. Glaubst du, wir können mit ihm diskutieren? Wenn wir das überleben? Nein, vergiss es. Das erzähle ich dir, wenn alles vorbei ist. Nehmen wir mal das. Ich werde dich daran erinnern. Das hämische Grinsen verschwindet so schnell wieder von ihrem Gesicht, wie es sich darüber gelegt hat. Ja, glaubst du, wir können mit ihm diskutieren? It didn't work so good at Mogren's teeth now. But sure, we can try to sway my god's will again. Bei Magras Zähne hat das nicht so gut funktioniert, oder? Aber sicher, wir können gerne noch einmal versuchen, den Willen meines Gottes zu brechen. Well, if anyone could do it, I reckon it'd be you. Wenn jemand das schaffen könnte, dann wohl du. Tell me, Watcher, can there be a god of light and birth if souls themselves can no longer be reborn? Sag mir, Wächter, kann es einen Gott des Lichts und der Wiedergeburt geben, wenn Seelen selbst nicht wiedergeboren werden können? Sie richtet ihre Laterne auf die in Schatten gehüllten Ruine der Ferne, Ukaisos gebrochene Knochen. Ich dachte, es würde anders ausgehen. Aber ich könnte von keinem anderen Weg träumen. Xoti legt mit düsterem Blick ihren Kiefer an. Now then, shall we go face my God for one last time? Find out what it is we can or can't do in these end times. Also dann wollen wir uns meinem Gott ein letztes Mal stellen, herausfinden, was uns in dieser Endzeit noch möglich ist. Ob du vergehen oder erstarken wirst, ja, gehen wir. Consider me your second shadow. Dann kannst du mich also etwas wie deinen zweiten Schatten betrachten. Xoti streicht mit dem Daumen über die Kupferstreben ihrer Laterne. Es ist ein unbewusster Versuch, sich selbst Mut zuzusprechen. Du wirkst beunruhigt, Seraphim. Die Hände gegen die Hüften gestemmt und mit düsterem Blick auf dem Gesicht schüttelt Seraphim den Kopf. Ich schaue in die Vergangenheit, aber ich bin immer noch nicht sicher, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, Captain. Was meinst du? Auf einem Boot, wir waren alle hackendicht, glaube ich. Auf das Sarkastische oder das richtig Sarkastische? Nehmen wir das richtig Sarkastische. Du auch? Das erklärt meine fehlenden Buddeln. Also Flaschen. It'd be right good to have you on our side. Hope you know, we'll be full behind you. Wäre eine feine Sache, dich an unserer Seite zu haben. Du weißt doch wirklich, dass wir hinter dir stehen.
They're not the normal piratical fool behind you, where we sail away the moment your back be turned, neither. Und das meine ich nicht im piratischen Sinne, dass wir uns also verdrücken, sobald du dich hinguckst. Was auch immer passiert, ich bin froh, dass du hier bist. Bist du bereit für das, was als nächstes kommt? Ich gebe mein Bestes, um uns alle heil rauszubringen. Gehen wir, wir müssen einen Gott finden. Bist du bereit für das, was als nächstes kommt? Ain't nobody ready for what be coming down this road, Captain. Don't mean it ain't coming. Niemand ist bereit für das, was auf uns wartet, Captain. Das heißt nicht, dass es deshalb nicht auf uns zukommt. Onwards then, Cap. To the bitter end and beyond. Dann vorwärts, Captain, bis zum bitteren Ende und weiter. Ja, mit zuckenden Ohren wendet der Orlando sich ab. Ich glaube, wir sind bereit. Ich glaube, wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Gehen wir. Gut, dann gehen wir mal vorwärts. Auf einer winzigen Gravur steht in Erinnerung an Dumu, Tapua und Tokima. Egatis erste Auserwählte. Mhm. Gut, das heißt, ich muss erst hier hoch in den Turm wahrscheinlich. Ja, Odras Spritze. Odras Spitze. Okay, da sind wir ziemlich schnell hochgekommen. Finde es ja schon mal toll, wie hier eigentlich keiner ist. Auch wenn das Gerät auf dem Turm sich im Wind wilden und verschwindenden Ration dreht, ist es die umgebende Luft, ist die es umgebende Luft unbewegt und still. Du stehst im Zentrum des Sturms, der Odras Mörse seit tausenden Jahren von dem Rest von Eora getrennt hat. Du siehst ein antiquiertes Kontrollpult, dessen Hebel auf Aktivierungsposition eingestellt sind. Irgendwer saß an diesem Ort halt mit antikem Bewusstsein wieder. Körperliche Gefühle von Sehnsucht und Verzweiflung greifen nach dir. Dein Geist wird von komplexen Symbolen und Haltungen übermannt, von denen die meisten jenseits deines Verständnisses liegen. Als das Gefühl verschwindet, erkennst du, dass es etwas zurückgelassen hat. Kenntnis über das Wasserformen, wie es vor langer Zeit existiert hat. Bewaffnet mit diesen Erinnerungen kann ein fähiger Wasserformer die Macht der Ahnen ausüben. Das würde Tikeo interessieren. Ein heftiger Schlag erschüttert den Turm in seinen Grundfesten. Irgendwo in der Dunkelheit des Sturms holt Eotas mit seiner Faust seinen kraftvollen Schlag aus. Das Kontrollpult hat die Jahrtausende besser überstanden als der Rest der Stadt. Eine Staubschicht besteckt die eleganten Glasröhren und gravierten Kupferhebel, die alle intakt und voll funktionstüchtig erscheinen. Die Maschine deaktivieren. Du greifst nach dem größten Hebel und schiebst ihn in seine Startposition. Die Vibration der Maschine wird allmählich langsamer und die turbulenten Winde legen sich. The machine controlling the storm winds down. The clattering of its machinery settles into a low whir and then, at last, hiccups to a halt. Beyond the tower, the black, roiling clouds of Andra's mortar roll away from the ancient city of Ukaizo, with only a tired sigh of wind to see them off. And on that last breath of wind comes to you a familiar sound. The ring of a bell. Die Maschine, die die Stürme kontrolliert, fährt herunter. Das Rattern ihrer Maschinerie beruhigt sich erst zu einem tiefen Surren, um dann wie mit einem Schluck auf schließlich ganz zum Erliegen zu kommen. Hinter dem Turm schleppen sich die trübschwarzen Wolken von Odras Mörser weg von der uralten Stadt Ukaizo. Lediglich ein müder Windhauch
Winter gleitet sie hinfort. Und mit diesem letzten Atem des Windes erreicht dich ein nur allzu vertrautes Geräusch, das Läuten einer Glocke. The bell's ringing is soft. Not the clangor and torrent you've grown used to. It calls to your soul, and your soul yearns to follow it. Your soul flees from your body and into the beyond, chasing that sound. It leads you at last to Barith's realm, to that cold platform and room of endless doors.